Kaum eine Bauer sucht Frau-Staffel gab so viel Gesprächsstoff her wie diese. Vor allem Bäuerin Denise und ihre Kandidaten sorgen für viel Aufsehen. Anfang der Woche flimmerte Denise' finale Entscheidung über den TV. Sie entschied sich für Kandidat Sascha und schmiss Till raus. Auf den ersten Blick schien Till diese Entscheidung gut wegzustecken. Der Muskelprotz akzeptierte seinen Rauswurf und wünschte den beiden alles Gute. Nun sah er sich die Folge noch einmal im Fernsehen an. Und dabei schienen alte Gefühle plötzlich wieder hochzukommen. Er ist so verärgert von seinem Mitstreiter Sascha, dass er ihm sogar in seiner Instagram-Story droht. Der Muskelprotz zeigt, wie er zusammen mit seinen Freunden die letzte Folge schaut. Dann spricht er in die Kamera. So, Sascha Schweinchen, ich habe gehört, du willst Stress von mir. Dann bring auf jeden Fall auch deine ganzen Freunde mit. Ich komme alleine. Anschließend schwenkt er sein Handy zu seinen Freunden, die im Hintergrund sitzen und laut grölen. Ist das eine Kampfansage? Sascha scheint das gelassen zu sehen und äußert sich bisher nicht zur Drohung.